Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu einer weiteren Folge EA Sports FC. Hier mit Arminia Bielefeld, die Transferphase ist rum. Wir brauchen glaube ich keine Tutorials. Die Tutorials auf jeden Fall. Ja, steht der Kader. Ich denke, wir haben insgesamt einen sehr, sehr guten Kader. Und ich bin echt gespannt auf das Debüt beispielsweise von Faber. Ich bin auch sehr gespannt, wie beispielsweise ein Felix Götze dem Team weiterhelfen kann. Und wir spielen heute auch gegen einen Aufsteiger, nämlich gegen Erzgebirge Aue. Das ist also hier ein Aufsteigerduell. Wir gucken mal, wer sich durchsetzen kann. Aue oder Bielefeld. Gehen wir rein in die Partie. Schauen mal. Aue überhaupt nicht gut gestartet in die Saison. 4 Niederlagen und lediglich ein Sieg in den ersten 5 Spielen. Maximaler Müll, warum auch immer. Ihr habt es ja vorhin gesehen, dass Tutorials eingeblendet worden sind. Waren auch gerade alle meine Regler und so nicht mehr so, wie sie zuvor waren. Also alles wieder auf Standard. Musste ich gerade wieder alles einstellen. Richtig, richtig nervig. Aber gut, ja, weiß nicht, habt ihr das auch gehabt? Vielleicht jetzt irgendwie, kennt ihr das, wenn einfach alle eure Einstellungen plötzlich zurückgesetzt werden? Das ist kompletter Schwachsinn, aber gut. Auf jeden Fall haben wir Menel im Tor. Dann Dannhof, Barilla, Vukancic und Rosenlöchner in der Viererkette hier bei Aue. Shikoda und Teixeira hier im ZDM. Mauer und Stefania auf Außen und Garrett hier im ZOM. Elsner ganz vorne im 4-2-3-1-System bei Aue, die mit uns aufgestiegen sind. Bei uns Kersken im Tor. Faber heute mit seinem Debüt. Dann Schneider, Großer und Fuchs. Dem im ZDM, Bondo rechts, Corbus Kunz im Zentrum, Jonsson links und ganz vorne Henrik Koch im 4-5-1-System. Auch Kunze, super abgefangen den Ball. Stark von Kunze, spielt den weiter auf Jonsson. Das könnte die erste Chance sein. Jonsson kommt da nicht gut zum Abschluss leider. Da war mehr drin. Da war deutlich, deutlich mehr drin. Der erste Abschluss nach über einer halben Stunde in dieser Partie. Jetzt hier der hohe Ball. Haben wir abgefangen. Henrik Koch nimmt den super mit. Henrik Koch jetzt hier. Henrik Koch im 1 gegen 1. Henrik Koch macht das super. Stark von Henrik Koch jetzt hier. Wie er sich da durchsetzt. Henrik Koch. Und durch die Beine. Durch die Beine macht er den rein. Es ist der junge Henrik Koch, der das 1-0 für Bielefeld bringt. Die Nummer 29. Und gerade in diesem Aufstiegsduell ist das natürlich so unheimlich wichtig, dass man hier die Punkte holt. Hier sehen wir es. Koch schön durch die Beine vom Keeper. Zack. Einmal durchgespielt, da macht er richtig, richtig gut. Da darf man sich zu Recht freuen. Das ist stark gemacht. Und damit geht die Arminia Bielefeld hier in Führung durch den Treffer von Henrik Koch. Perfekt zum Ende hier der ersten Halbzeit. Bondo. Bondo stark. Starker Antritt jetzt hier vom jungen Spieler. Bondo spielt den flach weiter. Corbus in den Rückraum gespielt, diesen Ball. Henrik Koch. Henrik Koch mit dem Abschluss, der ist leider nicht so platziert. Trotz allem, Bielefeld hier bisher die klar bessere Mannschaft, absolut verdient auch in Führung aktuell. Es gibt hier Wechsel. Nicht nur bei Bielefeld, nicht nur bei Aue gab es einen Wechsel, sondern auch bei Arminia Bielefeld. Da ist nämlich Götze jetzt reingekommen mit seinem ersten Einsatz hier. Der Mann, der uns ja wirklich bei den Verhandlungen alles abverlangt hat. Mauer. Oh, der passt es gut. Jetzt hier der Schuss, Kersken hält den. Das war die Möglichkeit und dann ist Schneider dazwischen. Jetzt hier wirklich Aue mal mit ganz, ganz großen Möglichkeiten. Schaffen es aber nicht, diese zu verwandeln. Aue jetzt hier im Ballbesitz, die Nummer 4, spielt den gut weiter. Und jetzt Aue, kommt er da durch. Oh, Thiel mit der Möglichkeit. Sehr spitzer Winkel. Kann den Ball da in die Mitte spielen. Garrity spielt den super und der ist drinne. Aue mit dem Treffer. In der 87. Minute können sie hier spät ausgleichen und das ist bitter. Weil das ist so das erste Spiel, wo man richtig sagen kann, ja, Bielefeld die klar bessere Mannschaft bisher. Man merkt halt, dass wir durchaus mehr Qualität haben. Aber hier wieder nicht zu gewinnen, wäre schon ein Rückschlag. Das muss man sagen. Das wäre ein großer Rückschlag, wenn man hier gegen Aue nicht die 3 Punkte holt. Man braucht unbedingt auch endlich mal einen Sieg in Sachen, ja, Abstiegskampf. Johnsson verliert den Ball jetzt hier. Ah, jetzt hier Aue. Die werden es natürlich nochmal probieren. Aue hier. Nicht, dass die jetzt doppelt zuschlagen. Aue, ja, die Grätsche geht ins Leere. Der Antritt ist ein bisschen too much. Großer. Und damit endet die Partie leider 1-1. Das ist enttäuschend. Das ist für uns definitiv eine Enttäuschung. Das ist nicht das Ergebnis, was wir uns gewünscht haben. Wenn man auch hier mal schaut,
Wir hatten 5 Schüsse, sie 3. Wir haben etwas mehr Ballbesitz, deutlich mehr Pässe gespielt. Wir hatten halt eigentlich eine gute Spielkontrolle. Aber leider konnten wir diese Spielkontrolle nicht in einen Sieg ummünzen. Sondern nur ein weiteres Unentschieden. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Das ist einfach ein bisschen zu wenig. Wir haben ja auch noch mal ein paar Scouting-Berichte, aber erstmal nicht ganz so interessant. Also für die jetzige Phase. Nächstes Spiel ist jetzt gegen Fürth. Und guckt euch das an, gegen Aue wäre ein Sieg so wichtig gewesen. Weil wir hier von einem direkten Konkurrenten sprechen. Wir haben jetzt in 5 Spielen 4 Unentschieden. Positiv, wir haben in 5 Spielen nur 4 Gegentore. Das ist für einen Aufsteiger super, super gut, nur 4 Gegentore zu kriegen. Aber wir schießen halt auch nur 3 Tore. Die Offensive ist definitiv unsere größte Baustelle. Einerseits war das irgendwo schon zu vermuten, weil wir ja schon in der dritten Liga extrem defensiv stark waren und offensiv so okay. Ich wollte es nicht aufbrechen systematisch, weil einfach ich dachte, okay, bevor wir jetzt versuchen, offensiv was zu verbessern, lass uns erstmal in unserer eigenen Stärke, lass uns die beibehalten und dann können wir immer noch an der Offensive arbeiten und ich hoffe, das klappt im Laufe der Saison. Ganz oben haben wir aber die Vierter, gegen die wir gleich spielen und die haben 4 Siege, lediglich eine Niederlage. Das wird eine große, große Aufgabe hier für uns. Gehen wir rein gegen Fürth. Schauen wir, ob wir sie schlagen können oder nicht. Letzte 4 Spiele haben die Fürth auf jeden Fall alle am Stück gewonnen. Gehen wir die Aufstellung von Arminia Bielefeld mit Kersken im Tor. Faber, Schneider, Götze und Fuchs hier in der Viererkette. Das ist auch Götze heute mit seinem Startelfdebüt. Demmel in ZDM hat mir sehr gefallen gegen Aue, hat da gut das Spiel kontrolliert. Dann Bondo, Korbus, Kunze und Jonsson bilden das restliche Mittelfeld und ganz vorne Henrik Koch im 4-5-1-System. Wir spielen gegen den Tabellenführer, gegen Greuther Fürth mit Körber im Tor, Jung, Michalski und Dietz in der Dreierkette. Asta, Kiomurtzoglu, Orestes, ja. Griechen und Türken battlen sich auf jeden Fall, was die Namen angeht. Auf jeden Fall Kiomurtzoglu. Daneben dann Kornsbruch und Gieselmann. Im ZDM haben sie Enzo Daniel, das ist ein 18-jähriges französisches Talent. Hergotha und Sieb ganz vorne. 3-4-1-2-System bei den Fürtern, die hier der absolute Top-Favorit sind in diesem Duell. Faber hat hier viel Platz, viel zu viel Platz bekommen von den Fürtern. Kann den da jetzt rüberspielen. Koch gibt ihm weiter. Das ist gut gespielt. Der Schuss von Kunze. Der ist leider nicht platziert genug. Das war eigentlich super gespielt von Bielefeld. Aber leider ist der Abschluss nicht akkurat genug, um den auch wirklich unterzubringen. Dietz jetzt hier. Das könnte ein interessanter Antritt werden. Dietz, ja, die Grätsche von Schneider geht nicht ganz durch. Der Ball ist gut. Der Ball ist gut gespielt. Jetzt ist Sieb. Aber der Abschluss war schwach. Schwacher Abschluss von Sieb. Oh, der Pass ist super. Der Pass ist super. Das ist gefährlich. Jetzt hier Sieb. Sieb mit der Chance. Sieb spielt den super rüber. Das ist dann das 1-0. Das ist dann das 1-0. 34 Minuten haben wir hier gespielt. Bisher ohne Gegentreffer. Aber jetzt schlägt Greuther Fürth zu. Sie gehen hier in Führung. Da setzt sich momentan einfach die Qualität der Fürther durch. Haben hier diese 2-gegen-1-Situation rausgespielt. Die Grätsche war vielleicht ein bisschen verfrüht. Der Pass kommt dann da rein in Nähe des 5-Meter-Raums. Und da macht Gorta in den auf jeden Fall rein. Erstes Tor in der 5. Partie für den Spieler, für den Stürmer bei Fürth. Und Bielefeld muss jetzt gegen den Tabellenführer den Rückstand versuchen aufzuholen. Oh, der Pass ist gut. Gut in die Spitze gespielt. Sieb. Und oh, die Grätsche geht nicht durch. Jetzt hier Daniel. Kersken hält den. Daniel hier mit einer ganz großen Chance für Greuther Fürth. Es bleibt erstmal nur beim 1-0. Die Ecke kommt kurz. Und wird von Jonsson gut abgefangen. Halbzeit. Bondo! Wow! Der haut einfach mal ein Ding raus. Hier sehen wir es. Zack! Aus 110 km/h schnell das Ding. Absoluter Traumtreffer. Bondo mit einem Wahnsinnsding, was er hier verwandelt. Richtig schönes Ding. Oh yes. Das ist doch der perfekte Treffer hier. Der perfekte Treffer für Bondo hier, für unsere Nummer 13. 48. Minute. Der Ausgleich, schöner hätte ihn Arminia Bielefeld einfach nicht erzielen können. Oh, gut gespielt. Jetzt hier Sieb. Oh, stark von Korbus, die Grätsche. Trotz allem hier weiterhin. Greuther führt im Ballbesitz und der ist nicht drinne. Der ist nicht drin, weil Kersken den hält. Daniel hier nicht mit dem Treffer.
weil Kerske mal wieder eine absolute Glanzparade zeigt. So wie wir es von ihnen, man muss schon fast sagen, gewohnt sind. Und jetzt hier Henrik Koch. Na, Korbus hat den. Und spielt den jetzt auf Henrik Koch. Das ist eine Kontermöglichkeit. Henrik Koch spielt den gut. Das war vor der Mittellinie, deswegen kein Abseits. Und jetzt hier Korbus. Korbus jetzt hier. Korbus. Korbus will den rüberspielen, macht das. Henrik Koch spielt den auch rüber. Bondo, das gibt's nicht. An dem Pfosten und gegen den Keeper aber nicht drin. Arminia Bielefeld gerade mit der dicken Chance zum 2-0, die sie leider nicht nutzen können. Dämme hier wiederum auf Bondo. Spielt den weiter, Korbus. Korbus aus der Drehung den Ball. Bondo, super Pass. Henrik Koch, wohin damit? Henrik Koch spielt den gut auf Johnson. Bielefeld hier gerade wirklich mit einer richtig starken Phase. Yannick Fuchs. Kunze spielt den weiter. Korbus. Bielefeld hier mit sehr viel Kontrolle. Faber jetzt hier über die rechte Seite. Faber. Faber macht das gut, wie er das Spiel der Arminia breit macht. Jetzt kommt die Flanke rein. Die wird leider abgefangen und damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Und jetzt hier Fürth über die rechte Seite. Da ist ein bisschen Platz. Da ist zu viel Platz. Da ist zu viel Platz. Kersken. Kersken. Was macht Faber da? Faber. Das darf nicht passieren. Der muss einfach weggeklatscht werden, der Ball. Ey, wir haben gerade so eine gute Phase. Wir spielen gerade stark. Wir spielen uns Chance raus und dann kassieren wir das 2-1 wegen sowas. Der muss einfach weg, der Ball. Der muss einfach weg. Hier, Faber. Nee. Hau die Pille weg. Klatsch sie von mir zum Eckball oder so, aber mach nicht sowas. Das ist eine Komplettkatastrophe. Das hätte nicht passieren dürfen. Jetzt müssen wir noch offensiver werden. Wir gehen aufs Offensive und schauen mal, ob wir da nun die Möglichkeit haben, ja, irgendwie nochmal zurückzukommen. Bondo, der arbeitet dran. Bondo, der hat Bock. Bondo hat Bock. Bondo, super Pass auf Batmatz. Da ist Batmatz. Batmatz, Batmatz macht ihn nicht rein. Batmatz, das zweite Mal an dem Pfosten. Ey, das ist ein wildes Game. Leider aber bisher mit keinem guten Ausgang für uns. 3 Minuten noch zu spielen, Leute. 3 Minuten nur noch. Kunze. Kunze hat den Ball. Die Frage ist, wohin? Spielt den auf Diego Demme. Diego Demme auf den mitlaufenden Götze. Götze, der spielt den weiter. Jetzt hier Johnson. Johnson, nein, der verliert den. Das hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht passieren dürfen. Jetzt hier Fürth. Fürth hat sogar jetzt freie Bahn, weil wir natürlich extrem aufgerückt waren. Und jetzt kann Fürth vielleicht sogar echt nochmal uns hier einen Gegentreffer versetzen. Nein, sie spielen es klug. Sie spielen es ruhig. Und damit ist das Ding durch. 2-1 gewinnt Greuther Fürth gegen Arminia Bielefeld. Und das ist eins unserer besseren Matches gewesen. Das macht's extrem ärgerlich. Es macht, gut, der XG-Wert ist aber bei Fürth auch wirklich extrem hoch. Mit 3,5. Krass. Gutes Spiel von uns. Aber kein Sieg. Kein Sieg. Leider, leider kein Sieg. Wir bleiben bei 4 Punkten. Das ist ernüchternd. Das ist sehr ernüchternd. Wir gehen nochmal ein bisschen vor hier. Wir haben nochmal Scouting-Updates und Abschlussberichte. Gut, ihn hier kicke ich mal raus. Wir haben eh keine Kohle. Das ist natürlich jetzt bitter, dass wir kein Cash mehr haben. Danke nochmal an Felix Götze, dass er uns so ausgeraubt hat. Ja, wir haben eh keine Kohle für Aldi. Also auch für Aldi haben wir keine Kohle mehr nach den Verhandlungen mit Felix Götze. Da können wir uns selbst Aldi nicht mehr leisten. Ja, die können wir jetzt erstmal alle ablehnen. Auch wenn es hier ist zum Beispiel ganz interessant eigentlich. Aber was willst du machen? Ja, kannst du höchstens so lassen. Aber ich glaube, da können wir eh gleich nicht mehr zugreifen. Wir haben halt alles auf Felix Götze gesetzt. Denn wenn jetzt hier irgendwo ein Megatalent mit dabei ist, dann ärgern wir uns natürlich. Hoffen wir einfach, dass jetzt kein Megatalent mit dabei ist. Sieht jetzt auch erstmal nicht danach aus. Hier sieht definitiv interessant aus, aber es war jetzt kein so Nonplusultra-Talent mit dabei, wo man sagt, oh, da haben wir jetzt eine riesen Chance verpasst. Deswegen alles cool. Was nicht cool ist, dass wir bisher immer noch keinen Sieg in der Liga haben und jetzt sind wir auf Platz 16. Jetzt sind wir auf Platz 16. Ist halt die Frage, beenden wir die Folge auf Platz 16? Wir müssen jetzt gegen Paderborn, die auch im Aufstiegsrennen sind. Aber gut, wir konnten damit rechnen, Leute, das ist auch klar. Wir sind ein Team, das aufgestiegen ist und als Aufsteiger, wenn nicht alles komplett verrückt läuft, wie jetzt wie bei Heidenheim beispielsweise in Realität in diesem Jahr, dann bist du halt ein Team, das kämpft gegen den Abstieg und das ist halt die Realität, die wir gerade haben.
Wir gucken mal, wie es wird gegen Paderborn. Die haben zuletzt in 5 Spielen 3-mal gewonnen, 2 Niederlagen. Wir gucken mal, ob wir gegen sie siegen können oder hier eventuell die nächste Niederlage einstecken müssen. Hier haben wir die Aufstellung von Paderborn, die hier natürlich der klare Favorit sind mit Hut im Tor. Hofmeier, Heuer und Rohr in der Dreierkette. Kinzombi, Schuster, Klefisch und Oppenmeer hier in der Viererkette. Kostons und Conte im ZOM, beziehungsweise hängende Spitze und ganz vorne Ida im 3-4-2-1-System. Bei Arminia Bielefeld natürlich Kersken im Tor. Faber, Schneider, Großer und Fuchs in der Viererkette. Demmel, Bondo, Korbus, Kunze, Schienzer im Fünfer-Mittelfeld und ganz vorne Henrik Koch im 4-5-1-System. Das ist ein super Move von Ida. Und jetzt hier Paderborn. Paderborn, der Pass ist super, der Pass ist super, der Schuss. Kersken. Kersken hält den mal wieder. Also ohne Kersken wären wir einfach so verloren. Die Ecke jetzt kurz. Conte. Stark von Korbus. Oh, der passt super, der passt super. Weiter in Paderborn, das ist super gespielt und er macht ihn nicht rein. Er macht den nicht rein. Ich glaube, der hätte Kerskens nicht, nichts mehr machen können. Glück für uns, dass das hier nach wie vor 0-0 steht. Guter Pass jetzt. Kinzombi. Kinzombi im Zweikampf. Der Pass, aber da ist Leon Schneider. Den hat er gut abgefangen. Oh, der Pass auf Demme war nicht ganz ungefährlich. Demme löst das aber super. Bondo. Henrik Koch. Das ist gut gespielt. Das ist super gespielt jetzt hier. Und das ist kein Abseits. Was für ein Ball. Und jetzt hier Bondo. Bondo. Bondo, Bondo, an die Latte, ah. Ah, das Ding ist da. Gegen gehauen und jetzt Chienza. Ah, stark, Korbus, Foulspiel, sagt der Ref. Was jetzt? Was? 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 Willst du uns gerade trocken nehmen oder was, Ref? Alter, dieses scheiß Spray stecke ich dir gleich sonst wo rein, du. Digga, was für rote Karte? Das ist nicht sein Ernst. Der Freistoß, gefährlich. Kersken hat den. Wir sind einfach einmal weniger. Oh, gut gespielt. Gut gespielt, der Ball, der Schuss. Wir haben Glück, dass wir Kersken im Kasten haben. Also der Mann, dass der noch weiterhin bei uns spielt, ist so wertvoll. Ich meine, die Leute, die mich schon länger verfolgen, wir wissen, wie oft wir Kopfschmerzen mit Torhütern hatten. Aber Kersken, das ist eine Maschine. Und jetzt hier Paderborn, die bleiben gefährlich. Die bleiben gefährlich, aber da ist Großer, was ein Tackling. Großes Tackling von Großer. Schienzer, jetzt hier vielleicht mit der richtigen Energie zum Konter oder was? Ja, aber nicht so, nicht so. Stattdessen jetzt Paderborn oder was? Paderborn, aber Leon Schneider mit einem Weltklasse-Tackling. Top. Tackling von Leon Schneider. Oh, super. Super Bewegung. Damit hat er eben zwei Leute da ausgeschaltet. Aber Leon Schneider, der spielt für mich eh so eine geile Saison bisher. Das ist der Wahnsinn. Diego Demme auf Faber gespielt. Weiter auf Bondo. Und Bondos Pass ist super. Und jetzt haben wir hier Diego Demme. Diego Demme jetzt hier. Diego Demme. Diego Demme zieht selber ab. Aber Hut hält den. Er muss da selber abziehen. Der Winkel ist extrem spitz geworden. Da gab es nicht so viele Möglichkeiten. Demme bei der Ecke. Die kommt rein. Die kommt gut. Die kommt gut. Die kommt gut. Jetzt hier Oppi. Na, bringt ihn wieder auf Demme oder was, ja? Und Demme jetzt auf den zweiten Pfosten. Der ist perfekt. Der ist perfekt. Und da ist Kunze. 1-0 Arminia Bielefeld. Ist das der erste Sieg der Saison oder was? Ist das der erste Zweitligasieg der Saison? Demme mit der perfekten Übersicht, mit dem perfekten Ball hier auf Kunze gespielt. Da kann Hut im Tor der Paderborn auch gar nichts mehr machen. Kunze muss den auch erstmal richtig treffen. Sowas kann auch mal schief gehen. Er trifft ihn aber richtig. Und dann ist es der erste Treffer in der siebten Partie für Kunze. Wir gehen auch sehr defensiv und versuchen jetzt hier den Sieg irgendwie zu halten. Denn jetzt geht es wirklich nur noch ums Überleben hier gegen Paderborn. Und Demme hier gleich mal mit dem Einsatz. Perfekt. Besser geht's nicht. Bondo, der hohe Ball auf Badmatz. Es ist kein Abseits. Es ist kein Abseits. Badmatz, du bist frisch. Badmatz jetzt hier. Badmatz, können wir vielleicht nochmal zuschlagen? Badmatz hält den Ball. Macht das gut. Ruhig. Ruhig bleiben. Spielt den in den Rückraum. Diego Demme. Machst du ein Traumtor oder was? Diego Demme versucht's. Aber gut. Wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, den Ball weiterhin zu halten. Aber wir haben nur noch eine Minute plus Nachspielzeit.
Eine Minute plus Nachspielzeit. Sie spielen den Ball kurz. Nachspielzeit? Wie viel? Ist wahrscheinlich eh nur eine Minute, oder? Eine, ja. Kriegen Sie noch was hin? Kriegen Sie noch was hin oder was? Das Five up, Ref. Five up? Er pfeift einfach nicht ab, doch jetzt. Hat sich aber Zeit gelassen. Wir holen den ersten Sieg. Wir holen den ersten Sieg der Saison durch diese super Vorlage von Diego Demme auf Kunze. Wichtig, drei Punkte einzufahren, weil Aue auch nicht gewinnt. Ein ja, Abstiegskandidat ebenfalls. Und dann gucken wir gleich mal auf die Tabelle. Erstmal so. Opa, nicht Teamstrategie. Ja, okay, das mit den Tutorials geht mir gerade so auf den Sack, ne? Gehen wir auf die Tabelle und wir sehen, wir sind 14. Ist jetzt nicht so, dass es der ganz, ganz große Befreiungsschlag war, aber es war vielleicht der erste Schritt zu so einem. Jetzt haben wir in 7 Spielen einen kleinen Sieg, der aber wichtig war. 4 Unentschieden, 2 Niederlagen, 5 Tore geschossen. Das ist immer noch die Problemstelle. Immerhin nur 6 Gegentore bekommen, wenn man mal sieht, dass Wien Wiesbaden beispielsweise komplett am Untergehen ist. Also die haben 15 Gegentore in 7 Spielen. Die gehen komplett unter. Und ganz oben muss man sagen, Darmstadt und Fürth richtig stark bisher. Gerade die Darmstädter, die haben noch keine Niederlage der Erstliga-Absteiger. Bochum auch gut mit dabei. Und ansonsten Heidenheim. Alter, das kann nicht sein. Heidenheim. Nur Platz 12 aktuell. Also wenn wir mal kurz, wir können ja mal kurz auf den Kader schauen. Als würde irgendjemand diese Tutorials brauchen. Selbst wenn du das erste Mal FIFA spielst, brauchst du diese Tutorials nicht. So. Ja. Auf jeden Fall gucken wir uns mal das System. Du hast immer noch Gepien im Sturm. Jan Niklas Beste ist nach wie vor da. Also sein Vertrag läuft aus. Vielleicht können wir den ja holen. Ne, eher weniger. Ja, du hast immer noch hier auch Sessa und Co. Du hast immer noch ein super geiles Team. Also auch mit Mainka. Also eigentlich musst du mit dem Team um den Aufstieg spielen. Aber gut. Manchmal ist es so, manche Teams performen über, manche underperformen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann wird's richtig geil, denn wir spielen gegen Wien Wiesbaden, gegen den letzten Must-Win für uns. Und dann haben wir das Aufeinandertreffen gegen den FC Augsburg im DFB-Pokal. Gelingt uns in der nächsten Folge die Revanche oder nicht? Und ach, kleiner Hinweis noch, habe ich vergessen. Sobald das UEFA-Update kommt für EA Sports FC, also das Euro 24-Update zur EM, werde ich wieder live auf Twitch sein und dann zocken wir die komplette EM durch. Jedes einzelne Spiel machen wir da, spielen dann auf Twitch einfach und gucken mal, wer wird am Ende EM-Sieger. Deswegen Veloce live auf Twitch. Ja, ich war jetzt ein paar Monate nicht live, aber mit dem EM-Update habe ich richtig, richtig Bock. Sobald es rauskommt, werde ich dann wieder live sein und dann werde ich versuchen, einmal bin ich dann wieder safe live die Woche und zweimal versuche ich dann auf jeden Fall, wenn es zeitlich passt, dafür am besten noch ein bisschen Eigenwerbung natürlich hier auf Instagram folgen, weil da kann ich halt immer am besten euch mitteilen, wann ich live gehe. Weil in den Videos ist es immer ein bisschen schwierig, einen Tag vorher zu sagen, ob es dann nächsten Tag klappt oder nicht. Deswegen am besten auch auf Instagram folgen. Veloce_yt. Euer Veloce meldet sich jetzt mit genug Eigenwerbung ab und bye bye.